Wow. Prophet, laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mindcarrier des Chef in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Seth haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mindcarrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ob es eine gute Idee ist, aber ich denke schon. Die sind ja nicht schwach oder so. Ah, wir haben verlängert. Achtung, Achtung, hier ist Turm 436, stehen unter schwerem Beschuss. Massive Seth-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Theta 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Theta 1, hier Oberzeit. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. Die Einheiten, das sind wir gewohnt mittlerweile von den Zellen. Ich weiß gar nicht, warum die Zelle jetzt hier auf einmal so. Turm 436, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen. Abwehrsystem über 60%. Wir sterben hier wie die Fliegen. Was zum Teufel ist hier los? Ja, was ist denn mit euch los? Ihr schwachen Mensch. Gar nicht da. Das ist Seth wie die Sniper hier aufwachen. Das sieht ja auch nicht gut. Ich glaube hier weniger, weil sonst laufen wir ja wirklich nur noch durch. Und können rotzen. Heizen. Was ist denn da oder fliegt da so hier? Forschen wir erstmal das Gelände ab. Ach, verdammt, die Aliens kann ich ja gar nicht sehen. So viel. Ja, jetzt will man lieber nicht verraten. Meat Fruit. Prophet, bitte komm. Treffpunkt Scheiße? Ich weiß nicht, wie überall rum. Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Seth. Scheiße, ich dachte, die Bastarde auf links Schandbar. Komm schon! Oh, die werden auch Granaten, die haben eine Art und auch EMP-Granaten vor allem. Ich meine, Anzug auszusetzen. Hier, Money. Und eine neue Waffe. MK60 Mod. Deswegen ist das ein MP oder ist das jetzt ein Schwon? Wir werden gleich sehen. Scheint ein MP zu sein. Boah, ich kann beinahe von der Granate gar nicht mehr wegkommen. Aber nicht viel Damage zu machen. Das ist halt nicht schnell. Okay. Also haben wir. Die laufen wirklich viele von den Viechern rum, muss ich sagen. Da war noch so ein Ziel. Ja. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. So. Mit Einzelschuss kommen wir auf jeden Fall bei dem Spiel weiter. Sollte man nicht unterschätzen. Ah, eine Waffenbox. Obwohl wir ja eigentlich gerade schon eine Waffe schon haben. Das geht ja immer geiler, ne? Also,
Ja. Wie mit sowas. Pfeile haben sowieso keine, obwohl ich nicht. Weiß ich auch. Ja, okay. Okay, okay, also wir scheinen den Bogen gar nicht wegschmeißen zu können. Ist ja auch nicht schlecht. Weil gehört ja schon nicht zu unserer Hand theoretisch. Wo wir auf einmal gar keinen Bogen mehr bekommen, ist natürlich. Wäre es jetzt nicht überlegt gewesen, den wirklich dort wegzuschmeißen. Also auch das stimmt ja nicht. Zwei Viecher angezeigt, aber ich habe eben gerade kein einziges. Hey, das ist wer war das denn? Die lag eben nur dran. Hammermäßige Waffe kriegt nicht mal die Holzplatte, dass sie stört. Das ist schlecht überlegt. Right. Wo man natürlich dazu sagen muss, ist immer noch besser als so unsichtbare Mauer. Wenn Bretter nicht zu zerstören gehen. Den machen wir jetzt. Wow. Genau so habe ich das auch erwartet. So muss das sein. Raus hier! Nein! Psycho! Psycho! Ich höre dich! Brauchst du was? Nein, wollte mich nur melden. Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. Der wollte mir gesagt, ne? Vor allem müssen wir gar nicht mehr in die Richtung. Hä? Ist doch einfach vor mir. Scheint. Vor allem fangen die auf einmal aus heiterem Himmel an zu brennen. Okay, das Ding bringt Interferenzen in meinen Anzug. Guck nochmal, ob wir was hier verpassen können. Da liegen die Datenträger. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht verpassen. Und er hat auch noch einen. Waffe, wenn wir denn eine wollen.
Randall. Achso, das ist ja wieder die Schuhe, ja. Also die andere Waffe fand ich jetzt nicht so stark und nicht so atemberaubend, dass ich sie jetzt die ganze Zeit ausrüsten muss. Deswegen gehen wir einfach mal wieder zum Schuh zurück, wir haben die ja noch gar nicht so lange gespielt gehabt. Cool. Achso, jetzt. Eben gerade wurde noch 0 Schuss angezeigt, deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen schießen. Ja. Und hier. Oh, eine Helltag. Die will ich brauchen. Da liegt sie. Ah. Also, das sind überall auf jeden Fall so eine Kiste. Da müssen wir mal ein bisschen mehr drauf achten, wieder. Oder ich muss auf jeden Fall mehr drauf achten. Weil ich befürchte, dass wir schon ordentlich welche liegen haben. Dadurch, dass ich das Fernglas jetzt erst richtig benutze. Aber wir sind ja eigentlich noch relativ am Anfang, bin ich jedenfalls der Meinung. Dann müssen wir ja noch nicht so viel verpasst haben. So, danach brauchen wir keine Pfeile wieder neu, ist gut. Eine Waffe brauchen wir nicht, weil wir die haben. Muni haben wir auch dafür. Gehen wir mal weiter. Wie jetzt? Aber relativ fix kaputt. Ach, der ist gar nicht kaputt. Geiles Ding, ey. Das hat er so ein Schild aufgebaut gehabt. Hab gar nicht gecheckt, dass der noch gar nicht kaputt war. Alter. Welches Vieh nimmt es mit mir auf? Prophet, das Kommunikationsnetz ist bald wieder online, aber unsere Feldkommandeure melden von überall wiederbelebte Seth. Der Dom ist noch intakt, aber im Innern... Mein Gott. Sie mischen alles Menschliche aus. Ich muss rasch finden. Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Prophets, Vorsicht! Angst, oder was? Sie nähern sich einem deaktivierten Klinger. Angesichts der Self-Aktivitäten könnte er reaktiviert werden. Sie sollten ihn umgehen. Vermutlich, aber wenn er eine Energiequelle hat, kann ich sie vielleicht nutzen. Was auch immer ein Pinger ist. Da bin ich leider kein IT. Das ist schon wieder das nächste. Haben wir denn irgendwie was vielleicht noch stärker gegen? Oh mein Gott, das ist ja noch ein zweiter. Hier, wir haben ja mit Strom. Wir machen das noch mit Strom. Ja. Siehste, haben wir gleich zerstört. Krass. Ist das Ding. Okay. Also, ich habe jetzt damit gerechnet, dass das Ding, ja, weiß ich nicht. Halt Schaden nimmt, aber das ist gleich kippelig erwartet. Das ist eine zweite Krabbel hier. Dafür ist natürlich jetzt leer, ist klar. Aber wir haben dafür noch 3 Schuss. Da braucht es auch nicht dein Schild aufbauen, das bringt da auch nichts mehr. Ach,
Das lief schon mal sehr gut, bin ich der Meinung. Hey, schon wieder fast leer? Alter, muss nachher mal nach so einem Mod gucken, womit man länger Energie im Tarnmodus hat oder sowas. Das wäre mir mal ein bisschen wichtig. Aber so richtig gecheckt noch nicht, also ist alles gut. Wo ist denn bei dir die Schwachstelle, ey? Das ist ja der blanke Wahnsinn. Weiter hinten die Schwachstelle. So wie das bei dem Einvieh da war, wo wir dann den Fußball draufgeschossen haben. Kann man sich mal sofort, wenn er da empfindlicher ist. Das ist dann alles egal. Ah! Doch, wir haben es noch. Aber wir haben ihn nicht. Wo ist denn unsere andere Waffe schon wieder? Da. So. Jetzt haben wir ihn. In der Zeit haben sie dann auch keine Chance mehr, aber die kriegen wirklich viel ab, muss ich sagen. So. Ich räume den Scorcher, um seine Brandwaffe zu gelangen, bevor er sich selbst zerstört. Okay. Ist ja cool. Das Ding kenne ich auf jeden Fall auch schon aus dem Multiplayer-Modus. Ist schon ziemlich geil, das Teil. Da können wir das einfach so einsammeln. Warum steht da oben? Achtung, inkompatible Hardware. Überall Muni. So uns auch nochmal schnell machen. Wenn ich mein. Jetzt hab ich ihn weggeschmissen. Ich will dich doch ausrüsten, Mensch. Du kannst mich doch nicht einfach verlassen. So. Ach, jetzt können wir keine Muni aufnehmen. Natürlich auch schlecht. Okay, wir nehmen die Waffe mal wieder mit. Money haben wir. Ja, der Schuss ist halt hier auch, ne? Mit euch. So gefällt mir schon besser. 120 Nachlade. Und noch die Waffe oben drauf. Unkompatible Hardware. Ja, das sind wahrscheinlich die Kanonen, die man sich jetzt vorstellen. Vernetze ich mich denn jetzt ein bisschen da? Ah ja, wahrscheinlich hier mit, ne? Ja, Hacken, da bin ich schon. Hacken, alles klar. Nein! Nein! Oh! Das ist Hacken, ey, dass die Dinge jetzt immer so komisch bewegt müssen. Ja, jetzt haben wir es.
alles klar. Das hätte ich ein bisschen früher machen sollen, glaube ich. Das hätte ich hier schon so in der Hand gehabt. Ding gerade kaputt gegangen. Hauptsache. Das Teil ist einfach auseinandergeflogen. Hammerhart.